Herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute gibt es ein sehr, sehr cooles neues Video. Komm mal ganz kurz mit, Kiran. Er ist übrigens gerade hinter der Kamera. Hey, du bist beim Video auch am Start? Ich bin natürlich am Start. Sehr, sehr nice. Denn wir werden heute ein Hands-on machen, First Hands-on an meinen neuen Complete-Scooter. Ihr habt das Video gesehen, wo wir ihn zusammengebaut haben. Dann habt ihr das nächste Video gesehen, wo wir das Deck gekürzt haben. Das Deck ist jetzt schön in meiner Größe. Das kam, glaube ich, vorgestern online oder so. Und jetzt kommt das nächste Video, und zwar, wie wir das erste Mal den Roller wirklich fahren. Wir sind als erstes hier erstmal draußen, in diesem draußen Skatepark. Wir haben auch ein Rail und all drum und dran hier. Und werden uns Stück für Stück in die Halle begeben und mal gucken, was für Roller-Tricks alles so gehen. Aber wie gesagt, denkt dran, ich kann jetzt nicht komplette Banger raushauen, weil das ist first hands on. Ich bin den Roller vorher noch nie gefahren. Und wir sind auch überhaupt nicht eingefahren. Das ist auch gar nicht eingefahren. Wir sind gerade erst quasi in die Halle gekommen. Aber ich habe einen neuen Lenker, wie ihr gesehen habt. Neue Klemme, Headset, Fork. Fork ist aber die alte. Weil das meine schöne alte ist. Die wollte ich schön weiterfahren. Ja, das ist ein ganz neues Deck und neue Reels. Ratet mal das Setup von 1 bis 10 in den Kommentaren. Ich bin gespannt. Ansonsten würde ich sagen, GoPro auf und dann heißt es first hands on. Hier im Draußenpark und dann in die Halle. Okay, Leute, jetzt geht's los. Ab ins Skatepark. Du bist auch ready, ja? Ich bin komplett bereit. Ich habe auch einen neuen Roller. Ja, sieht auch sehr fresh aus. Ja, Mann, Digga, aber wir müssen uns erstmal rangewöhnen. Ja. Deswegen wird es sehr interessant. Aber lass uns erstmal hier dieses Hausdach fahren. Und sagen, so ein Hausdach hier. Wir gucken mal, was wir für Tricks machen können. Bedeutet, let's go. Aber ich bin ja im letzten Video schon, einen Buttercup habe ich damit schon gemacht. Aber nur einen Buttercup wirklich. Und deshalb bin ich gespannt, wie es jetzt ist. Oh Mann, ich fange an, ja? Ja, mach ruhig. Okay, mal gucken. Als erstes machen wir einen Kickless. Boah, es geht wirklich sehr nice. Yes. Okay, gut, Kickless, sehr, sehr easy. Wir drehen mal um. So, mal gucken, was noch so geht. Ich probiere mal einen Heel Rewind. Mal gucken, ob der easy geht. Und... Ach du Scheiße. Und? Hast du Kiran, Handspielplatz? Ja, es ist ganz, ganz easy. Ach du Scheiße. Es ist aber wirklich nice. Also für meine Schuhgröße perfekt, würde ich sagen. Top. Also, ich würde sagen, wir machen weiter. Fahr du auch mal an, ja? Ja, ich versuche mal einen Kickless einfach rüber. Okay, Kickless. Okay, ich bin gespannt und... Easy! Sehr nice! Mein Deck ist wirklich so verdammt leicht. Ich glaube sogar, mein Deck wiegt 1,3 Kilo. Es ist komplett leicht. Es ist komplett ungewohnt zu vorher, ne? Ja, ganz dolle. Okay, Leute, jetzt kommt ihr wieder auf meinen Kopf. So. Und jetzt mache ich mal ein paar Tricks. Alter, aber wirklich, es ist wirklich sehr, sehr nice. Allein schon, wenn ich einen Double Flat mache, man merkt so dolle. Ach du Kacke! Es dreht sich einfach schnell. Sehr, sehr fresh. Und auch mit dem Grip-Tail finde ich, sieht sehr, sehr cool aus. Aber wir machen den nächsten Trick. Ich probiere mal... Sixty Barspin wäre nice. Ja, probiere ich mal. Sixty Barspin. Der müsste auch easy gehen. Oh. Clean. Okay, warte an. Wir drehen mal um. Probieren mal einen... was kann man machen? Rip to Bar, würde ich sagen. Rip to Bar. Mal gucken, ob der First Try geht. Oh. Sketchy, aber geht. Hier draußen haben wir eigentlich schon ziemlich viel gemacht. Wollen wir rein? Ich wäre auf jeden Fall am Start, da kann man sich, finde ich, besser einfahren. Gerade jetzt ist es auch kalt. Deswegen. Ja, war das dann echt ein bisschen lebig, ne? Ja, aber komm, lass mal reingehen. Okay, let's go, reingehen. Okay, Leute, ich würde sagen, let's go in der Halle. Mal gucken, was man jetzt hier so machen kann. Also, Barspin, Barspin, Right Flip. Boah, Alter! Einfach Right Flip maßlos überdrehen mit dem Roller. Junge! Okay, mach nochmal Right Flip. Boah, boah, Schwein. Right Flip. Boah! Junge, es ist ungewohnt. Alter. Alter. Jungs, sag mir, wie es ist. Es ist nice. Digga, vor allem sehr, sehr Wheels. Es ist so ungewohnt. Es ist nicht normal. Sehr, sehr krass. Gut, du hast auch einen neuen Lenker, ne? Ja, neue Lenker. Ja. Neue Wheels. Und eine neue Ford. Sehr, sehr cool. Und dann natürlich ein neues Headset. Das muss halt immer direkt dazu. Ja, logisch. Sehr, sehr cool. Okay, mal gucken, was noch so geht. Aber first hands on, sage ich, wie es ist, ist schon sehr, sehr nice. Wir müssen aber mal zur Jumpbox. Okay, wir fahren mal zur Jumpbox. Mal gucken, was bei der Jumpbox so geht. Aber ich denke auch einiges. Good Kickless. Boah, Junge. Echt krass. Okay, wir fahren mal. Wie lang? Oh. Und? Jungs, ihr müsst da weg! Okay, nochmal. Oh. Mal gucken. Rip Front, Rip Front, Körper. Ja. Okay, Rip Front, easy. Double Front. Okay, Heel Rewind. Oh. Das Hands-on ist echt nice. Der Roller ist echt krass, kann man nichts sagen. Es fährt sich einfach perfekt. Okay, mal gucken, was noch so geht im Air. Ich probiere mal nochmal einen Buttercup. Mal gucken. First try. Ja, easy.
So, okay, ich habe mir den Right Foot Stack Grab. Mal gucken, ob der easy drin ist. Oh, oh, oh. Okay, der war nicht easy drin. Junge. Okay, ich würde sagen, nochmal Right Foot Stack Grab. Mal gucken, ob er jetzt geht. Auf. Flach, ey. Ja, safe. Okay, der war ganz schön flach. Aber er ging. Leute, ich sag euch, ich bin so kaputt. Aber der Roller ist so, so nice. Es ist wirklich unfassbar, wie schön er sich fahren lässt. Unfassbar. Schön leicht, genauso wie ich es haben will. Okay, ich würde sagen, jetzt gab es genug POV-Clips. Jetzt noch ein paar so. Immer noch mein Baby. Einfach schön. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz zur Box, okay? Ja, ich hab Bock. So, mal gucken, was für Clips ich hier so senden kann, zusammen mit Quarter, okay? Ich probiere immer einen Boxtrick und er. Okay, ich call dir auf jeden Fall jetzt mal einen 360 Barbar über die Holzbox und dann einen Bry Whip über, ja, F180. Bry 180, okay, gut, dann machen wir das. Yes. Okay, das war easy. Aber warte, warte, warte. Ich will jetzt mal selber ein bisschen was machen und nicht nur alles gecallt bekommen, okay? Genau. Das heißt, ich überrasche euch mal, ich mache mal einfach sowas. Easy. Junge, Junge, also man merkt wirklich bei auch so alles Kickness und so, wie viel einfacher es ist. Komplett, komplett leicht, das sieht auch komplett leicht aus. Eigentlich müsst ihr jetzt mal den Triple Table schaffen, weißt du das? Triple Table Flat? Ja, ich hab's. Digga, das ist, damit die Leute Bescheid wissen, ich glaube, das wissen die meisten nicht, aber ja, wir beide hatten richtig einen Kampf mit Triple Table. Ja. Ich habe irgendwie den Key schon gelockt. Und ja, du hast den Kampf gewonnen, ich noch nicht. Ich habe ihn einmal in meinem Leben geschafft, ich habe auch einen Insta-Clip dazu. Nach dem nie wieder. Wir probieren es jetzt immer live aus. Drei Tries für Triple Whips. Okay. Okay, zweimal. Oh! Das geht nicht, Mann! Oh, Junge, komm, der dritte ist. Ich glaube, das Problem ist nicht, dass ich irgendwie zu falsch abspringe oder so, sondern ich verdrehe jedes Mal. Auch hier, jedes Mal. Okay, komm, alle guten Dinge sind drei, komm. Mach nochmal schnell hinterher, das war nichts. Nein, Leute, das wird nichts mehr. Ich mach nochmal zwei, drei Clips, aber das mit Triple Tail vielleicht im nächsten Universum irgendwann. Go! Easy. Alter! Digga, du bist viel zu schnell. Das liegt safe an den Wheels, dass du ja, zu schnell bist. Neue Wheels sind immer gefährlich, weil es war viel zu schnell. Aber okay, Leute, ich würde sagen, das Hands-On ist sehr nice geworden. Es hat sehr, sehr Bock gemacht. Der neue Roller ist echt komplett krass. Leute, ich bin Fan. Wisst ihr das? Ich das auch. Freut mich sehr. Das ist sehr, sehr cool. Sehr, sehr nice. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Checkt den Kurs von Kira natürlich ab. Und dann haut rein. Bis dann. Peace.